Würden Sie uns verraten, welche Worte Sie gefunden haben in der Halbzeitpause, wie die Stimmung war da in der Kabine? Nicht schlecht. Die Stimmung war gut. Ich mochte die Stimmung auf dem Platz nicht. Das war mir ein bisschen zu frustriert. Die Körpersprache hat mir nicht gefallen. Und wir haben den Jungs zwei gute Szenen gezeigt von der ersten Halbzeit. Wir haben ja auch gute Sachen gehabt in der ersten Halbzeit. Haben die Jungs noch nicht gefühlt. Die schlechten haben in den richtigen Knochen gesessen. Und ist das menschlich? Macht nur keinen Sinn. So, wir wollten einen Neustart, nur mal kurz schütteln, nicht mehr mit dem Platz so hadern und so weiter. Und dann kann man das natürlich noch trainieren. Das haben sie gemacht, ganz toll. Mr. Van Dijk, what did the LASK do well, especially in the first half? Well, I think if you analyze it well, I think obviously they tried to press high and took a lot of risk. It was quite difficult on this pitch to play well. Obviously, for them is the exact problem if they play out. But they took a lot of risk and they created some dangerous moments. And obviously, the set piece helps for them and it's a well taken goal. So fair play to them. But overall, we had the control and we were solid. But obviously, I think second half was a difference maker where we did very well. Kurz und knapp haben wir gefragt. Das waren unglaubliche Momente jetzt für alle, die beteiligt waren. Wir haben, glaube ich, zwei relativ unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Wie fällt denn jetzt dein Fazit aus? Ja, stolz über die Leistung, unglücklich über das Ergebnis. Ich denke, erste Halbzeit sind wir genauso reingekommen, wie wir es versprochen haben, auch mutig, intensiv, aggressiv, haben uns nicht versteckt und gehen 1-0 in Führung. Ich denke, kurz darauf haben wir die Chance auf 2-0, eine Riesenchance, wie ich es aus dem Spiel wahrgenommen habe. Wenn wir die machen, gehen es vielleicht nicht mehr ganz so entspannt aus der Halbzeit raus. Ja, zweite Halbzeit haben wir schon gemerkt, dass es natürlich dann eine extrem Substanz kostet, wenn du so intensiv verteidigst. Das ist auch so ein Lernmoment für uns natürlich aus dem Spiel. Wobei meine Mannschaft hat wirklich bis zum Schluss gekämpft und ich glaube, jeder Zuschauer hat es das gesehen, dass jeder gekämpft hat hier. Und bekommen ja die Gegentore. Wobei bei dem Elfmeter jetzt nicht ganz so sicher bin, ob man den Elfmeter unbedingt geben muss. Aber ja, beim zweiten habe ich auch ein hohes Bein vorgesehen. In der österreichischen Liga bekommen wir diesen Elfmeter sicher nicht und den Freistoß wird sicher abpfiffen. Aber ja, so ist das Ganze leider vom Ergebnis her nicht das, was wir uns vorgestellt haben, aber von der Leistung ein guter Schritt, finde ich. Die zwei Halbzeiten waren unterschiedlich, muss man sagen. Was ist in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr ganz so gelungen, was euch dann vorgenommen habt? Ja, ich glaube, es war einfach dann, dass wir die Intensität nicht mehr so hochhalten können wie erste. Ist halt ein brutal intensives Spiel auch für die vorne bei uns. Liverpool hat es halt auch einen Schlag gemacht, hat sich ein bisschen besser bewegt noch. Dadurch kommst du nicht mehr so gut in die Zweikämpfe, dann bist du vielleicht einmal einen Schritt zu spät. Und wenn du denen halt Raum gibst, dann ist es logisch, dass die ja, mit seiner Klasse die kleinen Fehler dann sofort ausnutzen. So kurz noch ein Spiel jetzt. Also wir haben, glaube ich, relativ unterschiedliche zwei Halbzeiten gesehen. Wie fällt denn der Fazit aus? Ist hier sehr, sehr gute oder überragende 55 bis 60 Minuten. Dann kriege ich einen Elfmeter, über den ich lachen muss, ganz ehrlich. So ein Geschenk für Liverpool. Ich glaube, unsere Mannschaft, jeder Spieler hat alles gegeben. Wir haben nach vorne verteidigt, wir haben viele Bälle in einer der Hälften gewonnen. Und das macht mich unglaublich stolz. Und das war auf jeden Fall ein gelungener Abend für uns.